Wir machen hier weiter bei Hogwarts. Okay. Ups. Du leise mal mit ausstellen. So. So. Triff dich mit Lover, jawohl. Mit Nanny. Nanny. So, ich kann man nochmal zocken. Und dann wieder erstmal, boah, da nicht mehr. Ich arbeite nachts, ne? Ist doch scheiße. Was ist hier unten überhaupt? Naja, wir gucken mal erstmal hier, wa? Das ist jetzt hier die Quest, die wir wollen. Jo, ich denke, ne? Ah. Ah, passt schon. Hier machst du mal dann ein. Revelio. Revillium. Revelio. So. Ah. Nein. Lumos. Ich meine, wo ist er denn jetzt hingeflogen, nimm, oder? Die war zu schnell. Die Mutter war zu schnell. Na egal, so. Gehen wir weiter. Was haben wir hier vor geheim versteckt? Ey! Ah, eine Truhe. Geheim versteckt die Truhe. Ey, habt ihr das gesehen? Dass durch die Wand Revelio. hupft derjenige.
Gordon entknumt. Die Jüngste lernt, wie man Gordon entknumt. Ach, schau mal. Revelio. Richtung. So, wo sind wir hin überhaupt? Wie ein Buch umgeflogen, ne? Achso, wir sollen mal raus, ne? Ist okay. Revelio. Schön, wie soll ich hier sitzen? Rebellium, so immer. Ja, endlich mal wieder wegen der Freiheit, oder? Rebellium. Unterstrahlend Tierwesen. Oh. Stufe 11. Oh, Schlossstufe 11. Ja, ich bin ja gespannt, wenn wir mal diese Dinge erlernen, ey, diese Talente, hä? Revelio. Können wir hier noch nichts machen, ne? Schloss öffnen oder so. Revelio. Nehmen wir mit. Haben wir das jetzt mitgenommen oder nicht? Doch, ja, okay, passt schon. So, Pilz aufgesammelt.
So, weiter, ne? So, gut. Gut, gut. Revelio. Gehen wir mal anders lang, das haben wir nicht lang. Aber macht ja nichts. Turm. Auf alle Fälle ein Turm. Ach komm, wir gucken mal zum Turm. Hä? Schaden tut's ja wohl nicht. Mundsteine. Der Eulenturm, hä? Revelio. Ach, guck mal da hinten. Sind irgendwelche. Keine Ahnung was. So, was sind wir hier jetzt hingeraten? Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Ach je, machen wir denn da? Ach je, Wuden, Wassen, Wieden, Watten. Was ist denn jetzt voll? Muss man was zerstören, ne? Ach so, für die Hüte. Ah, jetzt haben wir irgend sowas. Kriegt was aber Diva ist. Aha. Na gut. Revelio. Ist das meine Eule? Mir gibt's auch Eulen. Doch der Eulendom hier. Eule von Hogwarts. Genau, Eulen von Hogwarts. Ah, siehst du? Ah, okay. Sind die Eulen gelagert? Ja, cool. Jetzt fliegen sie alle weg, oder was? Ah, was sind hier? Ja, stopp, stopp. Oh. Lumos. Leviosa. Was war das hier?
das war das gewesen. Revelio. Der Eulendurm, ist das? Wunderbar. Mensch, ich schon Drehwurm hier. Kriege ich doch auch, das ist dieses Flugdingsbums da unten, glaube ich. Ne, jetzt wird es wieder dunkel oder was? Ich muss oft oben sind die Eulen. Oh, am Spaziergang hier, wa? Bin nicht der Einste hier. Schön. Mal den Eulendom entdeckt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Brauchen wir schon mal. Sind sie voll Ballons da oben, hä? Ballons haben wir hier. Was bedeuten die denn, die Ballons? Wie vom Weg abbekommen. Gibt's denn hier? Oh, da haben wir schon mal ein Bobo-rotes Gewand. Was wohl besser ist. Ja, das ist ganz schick. So, was sind wir jetzt hier gelandet? Revelio. Hausmeisterwerkzeuge.
Aha. Revelio. Was ist denn das da unten? Kommst du noch runter? Hundklümpsaft oder irgendwas. Was ist denn das hier? Ach, vielleicht muss dieser Stein da drauf. Und irgendwas Rotes ist hier im Wasser. Ein Fisch. Levioso. Akio. Revelio. Accio. Nee, du mal, da muss der Stein, glaube ich. Akio. Hey, wo ist denn hin? Muss er nicht dahin? Ich doch nicht, wa? Nee, da ist er. Ah, da geht er wieder hoch. Ah, okay. Was gibt's denn hier? Blutegelsaft. Na lecker. Bin ich wieder voll vom Weg abgekommen, Mann. Schau mal. Ich muss ja eine große Kugel rein. Was ist denn das da hinten? Da. Das ist eine große Kugel. Oder irgendwas ist da. Hüpft da rum. Irgendwas hüpft da rum. Naja, auf alle Fälle muss das Ding hier wahrscheinlich dann. Akio. Ja, auf irgendwie und ja. Und dann muss wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja gut, das Rätsel müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal noch lösen. Auf alle Fälle kann man da was reintun, ne? Was wissen wir ja noch nicht. Und auf alle Fälle müsste man dann irgendwie mal diese Wand aufbrechen, ne? Können. Revelio. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Was will er untersuchen? Ich habe keine Ahnung. Das haben wir ja vorhin untersucht. Und sind sie im Entschluss gekommen? Da fehlt was. Da ist auch irgendwas hier. Was ist denn da? Nicht überall was. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch Smedley, von den Pinch Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Bus. Vom Grund des Sees. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronom hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihm. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Ich mach es alles. Ich mach es alles. So. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt. Aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir.
Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wieder zu haben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Astrolabium. Das ist da hier vorne. Aber müssen wir vielleicht erstmal dieses Unwissen hier. Dieses Viecher tun, oder? Dieses Viech da vorne. Kann er das schwimmen überhaupt? Das tut sich schwer, aber wir können ihn angreifen. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Kommt gar nicht her, das Monstrum hier. Egal, wir haben es besiegt. So. Die tauchen, ah? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Ach so, macht er das mit dem Tauchen. Oh. Handschuhe. Handschuhe. Hexenhut. Oh, haben wir es doch schon. Cool. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Oh, das kann ja nicht sein. Was ist mit meiner Tasche los? Warum ist die so voll? Das Gleiche. Das ist das Gleiche.
Aha. Müssen wir halt mal, falls wir mal irgendwo hinkommen zum Verkaufen. Mal was verkaufen. Sonst muss ich halt zerstören aber mal, ne? Steine werfen. Sieht man halt nicht. Sieht man nur nicht. Revelio. Malvenkraut. Ja, komm, machen wir es mal hier bei ihr. Man kommt ja gar nicht voran am Wasser hier. Hallo Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja. Ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Hab schon rumgetaucht. Du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Sehr gut. Oh, irgendeine Maske mal gekriegt. Oh mein, ist das so schlecht im Wasser hier. Laufen. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Revelio. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Oh. Bilder. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben
und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Das Hab und Gut. Revelio. Pfeil. Geld. Ja, Geld ist auch mal gut. Da ist wohl zu. Ach, guck mal hier, was haben wir denn hier? Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Aha. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein Kobold namens Purgit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an, darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Also kann er in den Ruinen von Koro tun und lassen, was er will. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Noch geil. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Warte mal, haben wir hier was bekommen? Was ist denn das? Aha, okay. Oh. Hallo, Mr. Sami. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Verkauf's doch.
hoffe, wir sehen uns bald wieder. Passen wir. Gut, dann wollen wir mal. Eigentlich wollte ich ja da lang jetzt. Ja. Wollte ich doch her. Geht's im Koboldlager. Belohnung, Erscheinungsbilder. Aha. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Revelio. Glaube, dummer hier wohl nicht. Bing. Okay. Mal auf den Nachttopf geschlagen. Das war der. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Komm, ich will noch mal das verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schmischlich. So, gucken wir mal jetzt da hier. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Natti. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Renrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Jetzt bist du selber nicht. Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Seltsam, dass die beiden einen Hogwarts-Schüler so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag, du warst eindeutig in Gefahr. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Ha?
Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Wir sind auf der Revelio. Hut. Sie wagen es mir zu drohen? Was geht hier vor sich? Hilf den Fremden. Muss man speichern. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Klubsch. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Stupor! Stupor. Da! Tag hier, ins Handy. Oh, was kommt da jetzt? Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Verschwinde. Lumos. Dieses Kind bekommt alles über meine Seite. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Wie ist das denn? Revelio. Da war doch irgendwas vorhin gewesen hier. Ist jetzt gar nicht mal da. Jetzt haben wir hier das mit diesen Duellen eins erledigt. Glaube ich, oder was? Nee, doch nicht. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank Ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an Sie zu gelangen? Erschwinderinnen. Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Aha. Forschung.
Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu Ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Was ist denn Malvenkraut? Ich habe ein Kiste Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Ah ja. Wollen wir mal holen, die Malve. Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Ofenwirbel. Ah, okay. Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Ach so. Jetzt sind die Dinger weg hier. Accio! Levioso! Lumos! Oder was hat man davon? Talent? Reparieren? Verstecken? Was man nicht. Vielleicht hilft uns hier eins. Was hat sie gesagt? Oh nein, jetzt hat sie mich. Hab es nicht gehört. Vielleicht müssen wir die Dinger da drauf setzen. Die Schalen. Sind das vier? Zwei, drei. Ich sehe nur drei. Akio. Levioso. Revelio. Das Beschwören von Feuer könnte durchaus funktionieren. Ach, Feuer. Incendio. Die Flammen senken den Scheiterhaufen.
vergesse es kaum. Revelio. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Moste. Malvenkraut. Ach, dann geht sie schon wieder. Mit ihren Dingen. Und die Kiste hat sie vergessen. Gut, da gehen wir weiter. Und hier ist wieder so ein Revelio. Malvending oder was? Nee. Keine Ahnung. So. Sind Feinde hier unten? Diese Unholde. Oh, aber wirklich. Revelio. Nicht da wegen was los hier noch zum Wald. Ach nee, ist ja doch schon wieder. Die haben wir die Nacht über rumgehimmelt hier. Revelio. Schwarzer Herr Bride. Sind irgendwie der Feinde hier.
Revelio. Super. Oh, ich bin hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Spinnenfangzaun. Oh, kleines Ischen. No. Incendio. Straßenkühler. Zack. Was gibt's denn hier? Oh, das ist aber eine gute Spinne. Ins Handy. Okay. Oder irgendwo ist so ein Spinnding. Wo? Ach, hier. Ins Handy. Das wird hier Spinngebiet oder was? Revelio. Ich komme hier durch? Nee. Incendio. Bitte. Protego. Oh, das will doch Spinnen hier eben. Geht doch nicht auf. Leviose! Ins Handy! Was in Berlin ist das sehr gekroppt? Potato! Geschickt! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Aha. So ein Wilderer. Okay. Ich hab was geboten, ja, Mensch. Ja?
Schick. Schick, schick. Revelio. Incendio. Revelio. Hä? Pufft er nicht drüber? Er drauf. Ach, hätte ich so machen können. Ah. Wo sind wir jetzt gelandet? Incendio. Was hab ich denn jetzt? Irgendwie eine Leiche rumgehangen. Ach ne, hier waren wir ja schon mal. Revelio. Na gut, wer ist jetzt irgendwie schon die Kisten kommen hier? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Incendio. Revelio. Ah, jetzt. Haben wir es doch. Aber da müssen wir irgendwie noch rein hier. Akio. Aha. Macht Sinn. Revelio. Incendio. Also hier geht's aber nicht mit rein.
Akio. Ach nee, ja. Was soll's, so kommen wir hier. Ein düsteres Gewand haben wir ja gefunden. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, schau. Was war hier jetzt? Revelio. In Ordnung. Was ist denn das hier oben? Incendio! Akio, Incendio. Levioso, Protego. Incendio. Oh, wie? Lumos, Incendio. Lumos. Lumos. Protego. Wo ist denn der jetzt hin? Sag mal. Ist einfach verschwunden. Was hat's gesagt? Was für Lohnungen, Mensch. Ja, warte. Erkundung. Was haben wir hier im Kampf? Ja. Der Wünsche. Incendio. Revelio. Da wollen wir mal, ha? Huh? Bin ja brav. Voll vom Weg abgekommen. Was ist denn jetzt eigentlich hier noch so? Hat es jetzt noch irgendeine Bedeutung hier? Warte mal. Das haben wir gemacht. Das hat es angezeigt von.
Bienenversteck. Achso, ja, das haben wir ja eigentlich erledigt. Normalerweise. Revelio. Ist es erledigt? Ins Handy. Revelio. Na, was soll ich sagen? So. Spinnenbiesters. Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, haben wir das schon gesehen, Schloss. Jung. Was ist da gerade? Revelio. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Boah. Ein Lager. Mensch. Das muss es sein. Da ist auch noch so ein Ding hier unten. Stubor. Ins Handy. Akio. Potato. Over. Weg. Mhm. Protego. Lumos. Lumos. Revelio.
Protego! Tja, das hat jetzt zuletzt, glaube ich, funktioniert mit diesem Stupor, oder? Ich jetzt gar nicht. Egal. Weil mein offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Akio! Freuen, hier zu sein. Incendi, du! Ich werde nicht ruhen. Bist du tot, Best. Was war denn das denn jetzt? So. Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Aha. Akio. Befreie die Karren aus dem Lager. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück? Ach so, nee, warte mal. Ich glaube, das ist jetzt anders gemeint. Akio! Da kommen Kugeln rein, oder?
rein. Schlafmütze. Rivelio. Akio. Haben wir jetzt bezaubert, verzaubert? Keine Ahnung. Rebellio. Hallöchen, guten Abend, Nikro, grüße dich. Ja, als Feierabend oder was? Ach, heute warst du ja auf großer Reise, okay. Ja, das ist lang, ne? Das ist lang. Was, jetzt noch eine Stunde auf zwei zocken? Auf zwei? Was, auf zwei? Hüpfen da hinten rum. Ach, 1-2 Stunden. Alles klar. Ich verstehe. Ja, alles gut. Passt schon, ne? Ist alles okay. Alles schicki. Ja, muss ja, ne? Muss ja. Ist doch eh mal alles schicki, Nico. Ich sag eh immer alles gut. So. Aber es passt alles gut. Haben wir noch ein paar Kügelchen hier. Haben wir noch ein paar Kügelchen irgendwo?
Genau, zockst du noch 1 bis 2 Stunden. Und ab in die Federn. Ja, ich habe morgen Nacht, da geht's. Da kann ich noch ein bisschen rumzocken, ne? Nee, man hat morgen schon Nacht. Heute hatte ich Frühdienst. Da geht's, ne? Da habe ich noch ein wenig Zeit. Incendio. Ja, mit bin ich eigentlich auch schon, aber nee, ich wollte noch ein bisschen hier zocken. Muss ich durchspielen los jetzt? Ich will jetzt hier noch zocken. Akio. So. Ist ja auch ein schickes Game hier auf alle Fälle. So, wo sind denn jetzt die letzten Kügelchen hier? Ich wollte ein paar Kügelchen. Bah, wo sind die Kügelchen? Da liegen sie doch. Sehe sie. Wo waren sie denn jetzt? Hier? Nee. Eben habe ich sie noch gesehen. Na also. Hier. Incendio. Aha. Ja, schau an. Was zockst du denn gerade hübsches? Ach hier. Irland, okay. Immer noch bei Valhalla. Ja, sagen wir. Das erste DLC. Wie viele DLCs gibt es denn? Wahrscheinlich viele, wa? Oder haben wir das hier erledigt? Achso, warte mal. Zwei große. Ah, okay. Ja, mega, wa? Mega! Revelio. Ja, dann zock mal, ne? Hau rein. Lass das mal nicht stören hier. Von mir. Jawohl. Ach na, das hat man ja vorhin schon unten, gell? Ja, das hat man schon. Okay. Ach ey, da haben wir ja, Nikro, wir haben ja, das wusste ich auch nicht, irgend so eine Seite von unserer Arbeit. Da kann man sogar auch Prozente, also mit Prozenten einkaufen. Und ich habe gesehen, da ist die Alternativa-Seite dabei, wo unser PC oder PC her ist. Das eher gewusst, hätte ich Prozente gekriegt. Na, jetzt ohne mehr. Beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent es waren, aber es
Hätte sich bestimmt um 200-300 Euro oder vielleicht gelohnt, man weiß es nicht, ne? Gibt es denn viele Dinge, die wo man da einkaufen kann und Prozente kriegt? Ja, das wusste ich gar nicht. Die fing gestern an. Hast du da schon mal geguckt? Nee. Und dann stöber ich da so durch, denke ich. Oh nee, oder? Da ist doch der PC her. Egal. Beim nächsten Mal. Acht Beine sind einfach zu viel. Also ich kann ja mal kurz gucken, was da statt schon, wie viel Prozente. Also sowas hat mein Bruder auch solche, so eine Seite. Und ich, Och, wusste ich aber gar nicht so wirklich. Technik, warte mal. Also alles hier dabei eigentlich. Futter, Technik, Wohnen, Tickets, also kannst du auch vergünstigst irgendwo in Konzert gehen, Hotel günstig wählen, irgendwas mit Auto war auch noch, alles mögliche hier, gell? Ach, hier Computer. Genau, Alternate, 15% hätten wir da dann gehabt. Weniger. Sauerei. Oder hier, Drucker hätte ich mir auch, Ach nee, hier, AB ist gar nicht dabei. Drucker hätte ich mir auch günstiger kaufen können. Nee, AB ist nicht dabei. Aber macht ja nichts. Also, muss man durchstöbern, dann findet man auch was. Wenn man was braucht, natürlich. Aber auch für meine Tiere hier, die Vögel, da kann ich dann vergünstigt einkaufen. Bei Zoo Plus. Also halt online bestellen, ne? In der Nähe kann man auch gucken noch. Kannst du dann halt bei Apollo Optik zum Beispiel für die Brille oder was weiß ich, günstiger. Ja, einiges, ne? Also vieles, vieles. Muss man halt gucken, ne? Naja, gut, was soll's. Wusste ich nicht, macht aber nichts. Ja, hat mein Bruder hat auch sowas. Da kauft er immer das Handy, sein Handy billiger. Irgendwie. Revelio. Ja. Aber gut, Handy, sage ich mal, kaufe ich lieber mal. Das kaufe ich lieber im Mediamarkt oder so, wegen der Garantie, weißt du? Weiß ich jetzt nicht. Naja, was soll's, ne? So, zack, machen wir weiter hier. Aber ich denke, 15% wären vielleicht 100 oder 150, keine Ahnung. Ich denke, das hättest du dann bei dem hohen Preis schon bemerkt, vielleicht ein bisschen, ne? Nee, eben, kannst du eh nicht ändern. Mehr, echt? Oh, scheiße. Egal. Was soll's? Nicht so schlimm. 375. Boah, Alter, hä? Naja, gut. Beim nächsten Mal, ne? Die nächsten 6 Jahre dann. Oder 7, hallo, je nachdem. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Aber wenn du immer was brauchst, zum Beispiel, könnte ich dir das vergünstigst kaufen. Na? Halt sie mir schicken lassen und dann sie dir schicken oder so. Ach so, ob man es noch nachlösen kann, weiß ich nicht. Ach, ist egal, nicht so schlimm jetzt. Nee, das glaube ich nicht, weil jetzt ist ja das schon mit dem Maradenkauf geklärt. Ach, ist doch nicht schlimm, alles gut, beim nächsten Mal. Aber falls du mal, wie gesagt, was bräuchtest, könnte ich dir das vergünstigst stellen.
zum Beispiel. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Könnte man. Ja, eben, hast du auch jetzt einen neuen PC. Brauchst du auch nicht mehr, gell? Ja, alles gut, nicht schlimm. Zweifelst du ja eben, meine wir dann auch lange halten. Der hat da klasse Technik. So ist es, gell? Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Oder Bücher. Ich bin mein Weltbild kannst du auch. Verloren, mein Hab und Gut Kleidung. Zu sehen. Auch alles dabei. Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberer zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Hat leider alles online, ne? Aber egal. Ich kam relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arne. Wunderbar. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Gerne. War mir eine Ehre. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an. So. Hä? Vorhin hat er auch keine Waren angeboten. Egal. So, was ist denn das jetzt? Blablabla. Ich gehe mal eben eine Rauchung. Jawohl, mach das. Viel Erfolg. Ach so, nach Haus. Ach so, das ist das mit der Rolle. Muss man einfach nur zurück. Mal ausweichen. Einfach mal ausweichen. Ich glaube, ich mache jetzt mal das hier, ne? Weil da könnte man mal vielleicht irgendwas herstellen oder so. Avendudel. Da hinten war. Revelio. Oh, was war das denn jetzt? Ach, das war doch eine Motte hier. Die wieder weg ist jetzt. Mann, die Motten verschwinden immer so schnell. Oh, hier waren wir auch noch nicht gewesen im Gewächshaus.
Revelio. Gletscher. Schauen wir mal, was hier zu pflanzen gibt. Oder was auch immer. Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Die Pulle. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Oh. Accio. Die Alraunenwurzel. Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Sind wir laut, die Pflänzler? Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Ach, sie weiß nicht rein. Die Scheiße. Eieieiei. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Ist doch noch gut. Oder nicht? Mein Pflänzler. An den Pflanzentischen einpflanzen. Revelio. Wir können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Ob Hippogreife wohl knöterig? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Oh, Sonnenlicht hätte ich auch gerne mal wieder. Kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen.
9 Minuten dauert's. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Hm. 8 Minuten noch. Ihr Unkraut besitzt seine eigene herbe Form der Schönheit. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Hallo. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Na komm. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typ, hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Los, hol. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Lass mal pflücken hier. Ach hier. Ich weiß gar nicht, dass ich so ein tolles Rad habe hier. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Okay. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Klar, warte mal. Außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Revelio. Gott, die Musik hier. Die macht einen ja müde. Der macht das eh schon ist. Lenkpflaumen. Aha. Mm-hmm.
freundlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Oh, schon vorbei. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause. Genauso wichtig wie in der großen Halle. Geh mal halt. Läuft, die Schüler, läuft. Läuft. Hattest du schon mal ein Kesseleck? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Er ist hungrig, doch. Ein Kesseleck. Das ist nicht so blöd, ne? Eine Kesseleck hast. Das ist Blade, ey. So ein Leck. Oh, Mensch. Mensch. Was ist denn das andere Quest jetzt hier noch? Zaubertränke, ja. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Richtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Das muss lang. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Meisterschaftsrunde. Von Primo. Pigliose. Accio. Incendio. Akio, Lumos. Akio. Akio. Devioso. So, wenn das gelb ist, muss ich das gelbe nehmen, glaube ich. Oder lila, ne? So meine ich. Genau. Lumos. So ist das, glaube ich, gemein, ne? Ist noch jemand? Oh, hier. Confringo. Lumos. Potato. Hallo?
auch Windfalsch. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Genau. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Süppi! Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Nun müssen wir gucken. Meine wird bald reif sein. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Akio. Incendi. Vivioso. Sehr gut gemacht. Incendi. Mach nach. Ach, was machst du denn? Falsch. Falsch. Leviosa, gib nicht auf. Gib nicht auf. Warte mal, jetzt haben wir es nicht bereit. Fischen würgen können. Incendio. Schiss. Levioso. Accio. Incendio. Gut so. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Zack. Sehr schön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. So, warte mal. Ich dachte, wir hatten was bekommen vorhin. Na, wahrscheinlich nicht. Geh mal wieder. Mensch, Mädels, wie hier durch.
Mädels, wir wollen da durch, gell? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo, Malde. Schnuffelpuffel. Ja. Gefällt mir mega. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht auch Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Lumos. Das ließe ihn ja völlig unfair sehen. Zu Recht natürlich. Ist der Klum so schnell verschwunden? Klotsch. Klotsch. Drei haben wir jetzt. Aber wir brauchen ja noch mehr. Revelio. Wollen wir mal Tränke herstellen, ma? Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen.
Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial! Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Gareth Weasley? Sicher so rund aus wie Weasley. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Er hält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Eine Fupa-Feder. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich braue. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Was soll wohl mal nein? Ihr Trank sollte nicht... Kaffeebohnen, oder was ist das hier? Ah ja. Das heißt wie Kaffeebohnen. Organisiert und ordentlich. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Verlust der Augenbrauen, jawohl. Macht das schon, oder was? Klappt, ne, irgendwie. Ja, jetzt. Gleich fertig. Und jetzt das Alvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, so war das denn? Ah! Gareth! Herrlich! Drachendunk, was war das? Gut gemacht! Feuerwerk haben sie gezaubert. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Hab ich denn jetzt diesen Trank schon gebraut oder nicht? Mr. Weasley war das nicht allein. Ach nee, habe ich schon. Hat, muss ich ebenfalls dafür verantworten. Okay. Ich habe den Idurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen.
Was die Arbeit an ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Na. Oh. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Ich grüße Sie. Ich habe gehört, Sie sind ein findiger junger Ravenclaw. Professor Fig hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Gut, das ist ja mega weit weg. Hä, nee, warte mal. Ach so. Quatsch. Haben wir ja schon mal. Ja, passt das schon. Passt das schon. Revelio. Incendio. Accio. Das soll der Professor mal nachmachen. Ob man schon Besen haben kann? Okay, wir wollen nicht. Ja, nehme ich zu. Ist nämlich zu. Was wollen wir jetzt? Oh. Besuch abstatten. Revelio. Hm.
Schön, dass Sie kommen. Professor Fig spricht in den höchsten Tönen von Ihnen und ihres Reichtums. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass sie ein schwer zu findendes Buch aufgeschrieben hat. Naja, dann wird doch mal langsam die Viererhüpfen wach. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Natürlich, Mr. Ollivander. Das mache ich gern. Wunderbar. Wissen Sie, vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern, ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja, er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Ha? Aber ich war doch schon bei den Eulen zurück. Sie könnten doch die Eulerei weiter durchsuchen. Könnte man meinen. Doch der Schulleiter sieht es nicht gern, wenn ein alter Zauberstabmacher dort herumschnüffelt. Kann's ihm nicht verdenken. Zudem suche ich vielleicht schon zu lange danach. Ich denke, ein frischer Blick und ein kluger Kopf wie der Ihre werden das Rätsel lösen. Ist an dem Zauberstab etwas besonders? Oh ja, er ist wirklich ganz besonders. Aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. Er verleiht keine besonderen Kräfte. Nein, nichts dergleichen. Aber seine wohlbehaltene Rückkehr würde die Herzen der Ollivanders erfreuen. Und diese Macht ist unvergleichbar. Mhm. Warum sollte der Dieb den Zauberstab stehlen? Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung. So wie ich das sehe, hielt er sich wohl für einen großen Abenteurer. Immer auf Ärger aus. Nach seinem Verschwinden hieß es gar, sein Geist sei in Hogsmeade gesehen worden. Danach hörte ich wenig über ihn, aber offenbar hat er am Ende den Preis für seine Abenteuerlust gezahlt. Vielleicht dachte er, der Zauberstab habe allein aufgrund seiner hohen Herkunft besondere Kräfte. Erstaunlich, wie wenig die Leute wirklich von Zauberstäben verstehen. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Fig hatte recht. Sie sind bemerkenswert. Habe ich ja eigentlich schon gemacht, ne? Aber wahrscheinlich müssen wir da trotzdem hin. Nochmal. Klasse. Wir haben sie eilig hier. Komm, wir rennen wegen mit. Oben die Wette. Bin schneller.
Aber viel schneller. Revelio. Da unten war eine Vogelversammlung. Revelio. Na gut. Dann schweifen wir hier mal ab auf der Brücke. Dann hüpfen wir halt auch mal in die Federn, wa? Das nützt ja nix. So. War doch außen rum. Gut, also Seifen und dann sage ich auch schon mal gute Night. Bis zum nächsten Mal. In ein paar Tagen. Gute Nacht, Nikro. Zock noch ein bisschen. Jawohl, bye. Schlaf gut. Nee, morgen nicht. Die nächsten Tage nicht. Ich muss da arbeiten nachts. Also, dann erstmal Tschüsseling. Ade. So, bin ich schwach.